Hallo Leute, hier ist das versprochene Infovideo zu meinem Club. Wir heißen die Golden Bubbles und wir haben auch ein paar Regeln. Und zwar, wir sind immer freundlich zueinander, wir streiten uns nicht. Wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, reden wir darüber. Und es wird niemand gemobbt oder ausgeschlossen. Wir sind nett zu anderen Clubs und Spielern. Wenn die Regeln missachtet werden, werdet ihr auch ausgeschlossen. Das hat folgenden Grund, weil ich einfach keinen Streit in meinem Club haben möchte. Sei es Gemobbe, Ausgeschließe oder sonst was. Und da werde ich auch wirklich dann hart durchgreifen, wenn ich das mal mitbekommen sollte, dass sich jemand streitet oder dass jemand Streit ausgelöst hat. Weil ich sowas überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass man sich einfach über Kleinigkeiten streitet oder sonst was und nicht drüber redet. Kommt vielleicht von meinem Alter, ich weiß es nicht. Aber ihr werdet dann auf jeden Fall erstmal verwarnt. Und dann, wenn das nochmal passiert, dann auch ausgeschlossen. Sowas wird nicht toleriert. Clubtreffen werden wir auch machen, aber nicht so viele wie jetzt bei anderen Clubs. Da ich halt nicht so zu den typischen Zeiten online sein kann, wo jetzt normalerweise Clubtreffen sind, jetzt zum Beispiel 17 Uhr, 18 Uhr, kann ich halt nicht onkommen. Deswegen werde ich das auf ein paar Clubtreffen beschränken. Zum Beispiel, wenn wir jetzt ganz viele on sind oder so, dass wir uns treffen, schnacken, vielleicht auch ein bisschen ausreiten, ein bisschen leveln oder so. Ein Clubtreffen steht schon fest. Das wird am Sonntag sein um 17.30 Uhr mit einem Morgen. Wo weiß ich noch nicht genau, werde ich dann aber auch reinschreiben. Wenn ich dann nicht da sein sollte, wenn mir irgendwas dazwischen kommt, werden den Lauren Big Rider und Luisa Fireheart übernehmen. Wo, muss ich wie gesagt noch überlegen. Auf jeden Fall werden wir einen kleinen Ausritt machen. Ja, vielleicht leveln, je nachdem wie sich das gerade ergibt. Und dann werden wir am Ende zusammen zu Cuddys Stream reiten. Also nicht jetzt mitten rein oder so, dass man da jetzt nicht mehr hin kann. Sowas mag ich sowieso nicht. Also wenn jemand irgendwo hin möchte oder so, dann soll er das machen. Ich sag jetzt nicht, nein, du darfst da nicht hin oder so. Sowas ist totaler Blödsinn, finde ich. Es muss jeder selber entscheiden, ob er zum Club treffen möchte oder nicht. So. So, dann kommen wir auch zum Club-Outfit. Der Reiter sollte dieses weiße, elegante Hemd tragen. Ich glaube, diese ganzen Sachen bekommt ihr auch alle in der City Mall in Fort Pinter. Ja, dann die weinrote Skinny Jeans, schwarze Profi-Handschuhe und die braunen Freiluftstiefel. Die bekommt ihr aber nur in Moorland, meine ich. Glaube ich. Kann sein, dass man die auch in der Mall bekommt, aber ich glaube nicht. So, das Pferd müsste den Nachtreitersattel tragen. Kriegt ihr auch in der City Mall. Genauso wie das Siegeshalfter und die rote Profidecke. Das war's eigentlich auch schon mit dem Club-Outfit. Clubpferd wird Friese und Morgan sein, also der neue Friese. Morgan ist die Farbe eigentlich egal. Aber vorzugsweise halt diesen cremefarbenen. Aber wenn ihr den nicht habt, ist das auch nicht schlimm. Müsst ihr euch auch nicht kaufen. Nur halt, wenn man jetzt vielleicht zusammen ein Foto machen möchte, dass alle das gleiche Pferd haben. Aber da kann man sich ja dann auch so drauf einigen. Ist ja jetzt nicht so, dass ich sagen will, ihr müsst jetzt genau dieses Pferd nochmal kaufen oder generell kaufen. Das ganze Club-Outfit bekommt ihr für Jorvik-Schillinge. Ich habe jetzt extra darauf geachtet, dass ihr jetzt keine Star-Coins ausgeben müsst. Ist ja auch schwachsinnig. Man kann ja das Club-Outfit auch ändern und wenn das mal so sein sollte, ist es nicht so schlimm, dass ihr jetzt Star-Coins ausgegeben habt. Das war mir auch ziemlich wichtig, dass ihr da keine Star-Coins für ausgeben müsst. Ihr könnt auch die Gamaschen, diese roten, kaufen. Die kosten 65 Star-Coins, müsst ihr aber nicht kaufen. Ist wie gesagt freiwillig. Und ja, das war's eigentlich. Ihr könnt mir Post schreiben. Oder ihr schreibt, ja doch, schreibt mir am besten Post bei Star Stable, wenn ihr rein möchtet. Achtet aber auch bitte darauf, dass ich, wie gesagt, keinen Streit toleriere. Wenn, dann redet darüber, wirklich.
Das ist mir sehr wichtig. Und wenn ich das mitbekomme, dann werdet ihr das erste Mal verwarnt und dann werdet ihr auch rausgeschmissen, wenn das das zweite Mal sein sollte. Da werde ich auch keine Rücksicht drauf nehmen. Wie gesagt, ich verstehe sowas nicht. Ich bin ein friedlicher Mensch und ich möchte in meinem Club auch keinen Streit haben. Ich möchte, dass wir alle gut miteinander auskommen, Spaß miteinander haben. Und es ist kein Sinn des Clubs, sich ständig zu streiten oder so. Gut, das ist eigentlich so das Wichtigste. Wie gesagt, schreibt mir Post, wenn ihr rein möchtet. Und ja, könnt ihr erstmal ein bisschen schauen, wie euch das gefällt, ob wir vielleicht zu inaktiv sind. Wie gesagt, wenn ich nicht so viel Zeit habe, dann werden das auch manchmal dann Lauren und Luisa dann übernehmen für mich. Also, da werden wir sicherlich eine Lösung finden. Clubtreffen sind jetzt nicht, also ist keine Anwesenheitspflicht. Wenn ihr wollt, dann kommt ihr. Ich werde sie auch nicht so lang halten, also keine Stunde oder so, höchstens eine halbe Stunde. Dann, irgendwann wird es auch einfach langweilig, wenn man jetzt eine Stunde zusammen rumgurkt. Egal, wie gut man sich versteht. Irgendwann kriegt immer irgendwer keine Lust mehr und dann, naja. Gut, das war's eigentlich. Wie gesagt, schreibt mir Post. Und dann freue ich mich, wenn ihr rein wollt. Okay, dann würde ich mal sagen, bis zu einer nächsten Folge heute. Tschüss!